Hallöchen, Leute, ich heiße euch willkommen zurück zu einem wundervollen neuen Part von Pokémon Omega Rubin in der Nuzlocke Challenge. Im letzten Part, da haben wir... Verdammte Scheiße, in den letzten beiden Parts haben wir überhaupt nichts geschafft. Egal, in diesem Part machen wir jetzt erstmal einen coolen Schönheitswettbewerb und wir tanzen. Yeah. Okay, bisschen begnadeter Tänzer, MOP Manager, jetzt machen wir einen Wettbewerb. Willkommen beim Pokémon-Wettbewerb live. Ja, ja, ist gut. Oh nein, eine Einstiegsrunde, nein. Ja, ist gut, ja. Wir werden gleich live sehen, wie das Ganze funktioniert. Du musst mir jetzt nicht alles erklären. Das funktioniert kontextsensitiv. Teilnehmen. So, Birde nimmt teil, ganz klare Sache. Und dann bin ich am Stissel. Birde wird eine gute Wahl dafür. Gruppe leiten. Gruppe beitreten, denke ich. Ich glaube, Gruppe leiten ist ja wieder so ein komisches Infrarot-Shit. Was? Ja, was auch immer. Was? Nein! Ich glaube, ich stehe beim Falschen. Fucking... Fuck, ich stehe bei der falschen Person. Nerv mich nicht! Ich will zu anderen! Hi! Deine Kollegin ist ganz schön inkompetent, möchte ich nochmal anmerken. Hier, der möchte teilnehmen. Da, jetzt haben wir es doch. Alter, in welche Kategorie wird MOP männlich wohl teilnehmen? Stärke wäre eine Möglichkeit, das ist ziemlich stark. Klugheit wäre eine Möglichkeit, weil er ist ziemlich klug. Putzigkeit wäre absolut keine Möglichkeit, weil er ist nicht putzig. Schönheit, ja, könnte man so sagen, denke ich. Und aber ganz klar auf Platz 1, Coolness. Hier gibt es keine zwei Meinungen. Welcher Teilnehmerrang darf es sein? Normalrang, ich habe keine andere Wahl. Ja, okay. Was? Ja, was auch immer. Ja, ja. Bin einverstanden. Danke, Pokémon ist jetzt Nummer 4. MOP Männlich hat sich den Live-Anzug angezogen. Wow, MOP Männlich. Bist du jetzt bereit für ein Musical? Du siehst so cool aus. So Schwachsinn. Normalrang. Was ist denn das hier? Okay. Ich kann Fotos machen. Super. Oh, shit. Ein Schwalbini-Ni-Ni-Ni. Wow, das Publikum besteht aus PNG-Grafiken. Herz anliebst. Fitz und Fifi. Foto. Foto, Foto, Foto. Was soll denn das mit dem Foto? Ich meine natürlich ein Foto von Birde. Ja, Ali und Makuhihi. Hallo, Makuhihi, du Schwabbi-Schwabbel. Birde, wo bleibst du? Wir warten auf die Birde. Alter, sieht so scheiße aus. Oh, unfassbar gutes Foto. Also überhaupt nicht. Aber gut. Aber gut. Kunststückrunde, los geht's. Ach du Kack, was macht man hier? Also, geht's schon los. Wir fangen an mit dem Flügelschlag. Das funktioniert ja prinzipiell so, dass man seine Angriffe macht und die... Ja, die bringt dann verschieden viele Sterne und... Beziehungsweise Herzen. Wer dann am Ende von den ganzen Runden die meisten Herzen hat, der hat dann gewonnen. Und dann gibt es verschiedene Angriffe, die dann das Ganze beeinflussen. Zum Beispiel gibt es einen Angriff, der sagt, hey... Ich glaube, das ist Energiefokus zum Beispiel, der gibt nur ein Herz, aber dafür ist der nächste Angriff, wenn der dann vom selben Typ ist, der bringt dann irgendwie doppelt so viele Punkte oder sowas. Dann gibt es auch Sachen, die dafür sorgen, dass die Gegner dann keine beeindruckenden Angriffe machen können und lauter so ein Zeug. Ist also an sich eine wirklich coole Sache, der Schönheitswettbewerb. Aber ich hau natürlich die besten Angriffe raus, passt mal auf. Ja, seht ihr? Jetzt trifft die Birde und Coolness von Birde. Ah ja, wenn man da die 5 Sterne voll hat, dann gibt es nochmal einen fetten Bonus und ich bekomme insgesamt voll fette Boni. Das liegt daran, dass ich gute Angriffe habe. So, man darf keine 2 Angriffe nacheinander einsetzen, weil sonst weniger bringt. Achso, hier seht ihr schon Sachen. Anwender kommt in der nächsten Runde früher zum Zug zum Beispiel. Anwender bringt das Publikum dazu, weniger von der Konkurrenz zu erwarten. Oder Anwender bringt das Publikum zu, weniger von der Konkurrenz zu erwarten. Beides dasselbe. Gut, machen wir Agilität. Wow, Alter, was für eine Agilität. Du bist voll Stern unterwegs, Birde. Ja. Okay, den Stern bekommt man nur, wenn man auch einen coolen Angriff einsetzt, was scheinbar niemand außer mir macht. Ihr Idioten, macht mal was Cooles. Oh, Aeroass. Ist das cool? Nicht in meiner Welt. Ah ja, okay.
So, und hier muss man jetzt ein bisschen geschickt sein. Ich hoffe, einer von beiden macht noch einen Coolness-Angriff. Denn dann bekomme ich in der nächsten Runde die fetten Sterne dafür. Oder die fetten Punkte von den Sternen. Wenn ich die nicht bekomme, dann haben wir ein Problem. Ah, oh, wir haben ein Problem. Oder? Komm schon, cooler Angriff. Das war doch Coolness, oder? Alter, was? Weil an der letzten Stelle ist wahrscheinlich. War das ein cooler Angriff? Fuck! Bullshit! Egal, wir machen jetzt den Flügelschlag und dann... Ja. Ja. Damit das eine Pokémon, das jetzt auch sonst noch einen Coolness-Angriff macht, wird dann die 5 Sterne voll haben und dann voll den fetten Bonus bekommen. Kann ich leider nicht verhindern. Ja. Uncool, aber gut. Aber ich glaube, die anderen werden insgesamt dann trotzdem verkacken. Die kommen dann nicht an mich ran. Ihr seid kein MOP männlich in Sachen Coolness. Alter! Fucking Makuhihi! Warum haut denn der so viele Punkte raus? Ich finde das nicht gut. Oh, ich hoffe so sehr, dass Schwalbini-Nini nichts Cooles macht. Komm schon, keiner Eros oder so. Doppelteam. Oh, das ist doch nicht cool. Das ist doch voll uncool, das Doppelteam, oder? Komm schon, das ist uncool. Shit! Es war ein cooler Angriff. Alter, wie cool, dass von Schwalbini leuchtet eine neue Eiszeit. Alter, leuchtet eine neue Eiszeit ein. Fuck. Okay, es sind gar nicht so viele Herzen, wie ich gedacht habe. Aber trotzdem, mehr als es hätten sein sollen. Uncool. Wie viele Runden geht denn die Scheiße jetzt noch? Agilität. Ich glaube, 5 Runden war es insgesamt, oder? Aber jetzt am Anfang sind die noch richtig lame, weil... Ja, die können ja alle nicht mal coole Angriffe. Das ist dumm. Makuhihi haut bestimmt jetzt wieder voll die Punkte raus, oder? Fucking Makuhihi. Nussbirne! Agilität! Damit du danach als erstes startest, was ungefähr gar nichts bringt. Yay! Bonusherz! Wundervoll. So, und Vivian, was ist dein Plan? Biss! Bam! Da knuspert er sich an die Spitze! Nee, er knuspert sich. Was? Hat er mir gerade 3 Herzen abgezogen? Was für ein Arschloch! Habt ihr es gesehen? Zieh bitte dem Schwalbini nie. Ah nee, den Biss hast du gerade schon eingesetzt. Fick dich, Vivian! Das war uncool. Die spielen ja mit schmutzigen Tricks, das finde ich nicht cool. Ich würde den Wettbewerb eigentlich gerne gewinnen, aber ich glaube, meine Chancen sind gering. Alter, vor allem das Schwalbini. Ich glaube, es hat jetzt zu viele Punkte rausgeholt. Fuck. Das Makuhihi ist natürlich auch noch ein großer Gegner. Boom! Der Tackle. Ist ein solider Angriff, der ansonsten nichts wirklich bringt. Makuhihi macht Armstoß. Der gibt wieder 6 Herzen, oder? Fucking... Nee, nur 1. Ha! Dummes Makuhihi. Ach, der Angriff ist schief gegangen. Okay, wenn wir Glück haben, sind wir sogar tatsächlich... das war's, Kunststückrunde. Okay, wenn wir Glück haben, sind wir tatsächlich ganz oben. Auswertung. Alter, die Musik geht voll ab. Komm schon. Komm schon. Oh mein... Ich bring dich um, Schwalbion. Fucking Schwalbion! Leck mich! Ja, nee, ich möchte das Foto bestimmt nicht auf der SD-Karte speichern. Oh Mann, jetzt haben wir den Wettbewerb verloren. Was war's für dieses Mal? Halt den Mund! Ich geh jetzt! Ich sag's euch, in einem Kampf 1 gegen 1 würde ich dieses Schwalbini-Nini zerfetzen. Oh weh, MOP männlich. Das war diesmal leider nichts, was? Aber Kopf hoch. Ich würde sagen, das heutige Kapitel in deinem Abenteuer nennen wir einfach... Bloß nicht aufgeben, MOP männlich. Auch wenn die ersten Tränen fließen. Ich wünschte, es wäre so einfach. Ich wünschte, es wäre so einfach. Aber es ist nicht. Okay, und jetzt halt den Mund. Sie erzählt irgendwas von Pokeriegeln, die mir scheißegal sind. Ich möchte jetzt eigentlich wieder weitergehen. Wir haben jetzt viel zu viel Zeit mit den blöden Wettbewerben verschwendet. Weil die bringen einfach nichts. Und mit nichts meine ich nichts. Einfach nichts. Oh nö! Hey, hast du mal eine Minute? Nein, ich habe auch keine Mark. Hier ist Cosplay Pikachu.
Das Cosplay Pikachu darf ich übrigens verwenden, weil ich hier in der Stadt noch nichts gefangen habe. Nur mal so am Rande. Cosplay Pikachu ist absolut legitim, darf ich mitnehmen. Ist nach den Regeln. Ja. Ja. Wobei geschenkte Pokémon, glaube ich, eh immer gehen. Aber keine Ahnung. Machen wir mal Lugi Lugi aufs Cosplay Pikachu. Lugi Lugi Cosplay Pikachu. Das Ganze wird alles außer absurd aussehen. Ah, siehst du Scheiße. Ja. Ach ja. Wundervoll. Alter, ein Sternenhieb. Alter, das Pikachu ist räumt voll auf im Coolness-Wettbewerb. Prügelt sich gerne, das glaube ich dir. So siehst du mir auch aus. Gut, Leute, ich würde sagen, das Cosplay-Pikachu. Das würde ich gerne mitnehmen, aber eigentlich bin ich mit meinem aktuellen Team, so wie es ist, zufrieden. Wobei. Ah, es tut mir leid, wir haben ja schon Wasserflug und das Wasserflug-Pokémon von uns kann fliegen. Tut mir leid, DOS.exe 2.0. Ich komme bestimmt später auf dich zurück, aber wir haben jetzt ein fucking Cosplay-Pikachu. Wie nennen wir den Kollegen denn? Kann ich dem eigentlich auch ein anderes Outfit geben? Ich weiß gar nicht. Aber wir sind erstmal zum Namenbewerter, denn ich hatte jetzt nicht die Möglichkeit, aber dieses Pikachu, es braucht ganz dringend einen Spitznamen. Das geht ja sonst gar nicht klar. Ich kann mich ja nirgends blicken lassen, so. Ja, Spitznamen ändern. Von Pikachu. Ja, ich habe einen besseren Namen. Und zwar einen Spitznamen. Ah, schon wieder weiblich. Ah, schrecklich. Nennen wir dich denn? Wir nennen dich einfach... Okay, ich habe einen Namen, weil du voll aggro wirkst, nennen wir dich jetzt Pancho. Oh, Pancho! Alter, Pancho haut voll rein! Du Glückspilz! Ah, er hat dich Glückspilz genannt. Ah, das war lustig. Ah, das war gar nicht lustig. Blöder alter Mann. So, und jetzt machen wir das, was ich im letzten Part eigentlich schon machen wollte, aber die Zeit nicht mehr gereicht hat. Und jetzt haben wir genug Zeit dafür, Ladies and Gentlemen. Leute, wir werden jetzt erstmal den Wingman. Wobei Level 17 ist noch nicht so overlevelt. Den Wingman, den lassen wir erstmal da. Alter, das Pikachu, der Pancho, der ist schon Level 20. Der haut richtig rein. So, wir gehen ins Haus vom Rätselmeister. Du hast das Gefühl, beobachtet zu werden. Immer. Wow, woher? Gute Frage. Woher wusste ich, dass er sich unter dem Tisch versteckt? Ich habe geraten. In der alten Edition war es so, dass man so einen kleinen Stern gesehen hat, aber jetzt habe ich gar nichts gesehen. Egal. Woher wusstest du, dass ich mich unter dem Tisch versteckt hatte? Du bist echt clever. Das bin ich, in der Tat. Errätst du, wer ich bin? Ich bin ein Mann vieler Geheimnisse. Manch einer nennt mich das wandelnde Mysterium der Höhlenregion. Na, der macht so langsam. Weißt du jetzt, wer ich bin? Richtig, ich bin der Rätselmeister. Er freut dich gerne zu lernen. Du bist hier, um ein Rätsel auszumeistern, stimmt's? Deshalb bist du doch hier, oder? Ja, ja, so muss es sein. Betrachte deine Herausforderung als angenommen. Tritt hinter diese Schriftrolle und die Herausforderung beginnt. Ich warte im hinteren Bereich auf dich. Eine Sache noch. Ich sollte dich besser warnen. Die Rätselanordnung haben es ganz schön in sich. Labyrinth, ich habe Fluchtseil. Okay, jetzt bin ich gespannt. Das Rätselhaus war nämlich in Rubin. Okay, was auch immer das hier war. Rubin und Saphir war das eine durchaus coole Sache. Und hier vielleicht auch. Ich bin gespannt. Ah, ich glaube, das ist so ziemlich... Ja, ist ungefähr noch dasselbe wie damals. Prinzipiell sucht man hier nach einer Schriftrolle. Beziehungsweise, das heißt Schriftrolle. Man könnte sagen, man sucht hier einen Schlüssel, damit man dann die Tür ganz am Ende aufschließen kann. Zwischendrin sind da halt viele Trainer und sowas. Ist eine nette Sache an sich. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Kann man aber auch lassen. Wir werden es jetzt mal machen. Alter! Wingman, du wirst voll reinhauen. Habe ich so das Gefühl. Glut! Macht schon ein bisschen mehr Schaden. Ja, yeah, da brennst du, Schluppuck. Und es geht mich kacke von der Seite an. Hör auf damit. Ach nee, wir bleiben jetzt jung, Glut. Beziehungsweise bei Wingman habe ich jetzt keine Lust, da ewig auszuwechseln. Dann vergiftet ist das Pokémon, das ausgewechselt wird. Dann wird das alles sehr anstrengend. Der Kampf hier ist eh nächste Runde zu Ende, wenn es durch seine Verbrennungen stirbt.
Fucking Schluppock. Du bist nicht Mumpfi, das sehe ich dir doch an. Schlammbart, okay. Ah, da brennst du. Du schwabbliger Giftmüllhaufen, du. Leg dich nicht mit mir an. Warum kämpfst du denn so ernst? Weil es ernst ist. Das ist ja kein Spaß. Es geht ja nicht um Spaß, es geht ja um Ernst. Junge Dame, stehst du? Ich glaube nicht. Ich glaube, die junge Dame ist zu dumm, um das zu verstehen. Aber gut. So, ich würde gern... Gegengift. Oh, ich will eine Beere, die was, die aufweckt. Ja, die Maronbeere. Wundervoll. Da ist der Wingman wieder fit und am Stissel. Den Pokéball da oben möchte ich voll mitnehmen. Wundervoll. Oh, wie groß ist denn das Teil hier? Ein Lava-Keks. Wie exotisch. Für die Höhenregion ist der Lava-Keks überhaupt nicht exotisch. Nur mal so am Rande. Und voll den Baum gefällt. Den ja bitte auch. Ach, das ist ein dorniger Baum, der hier den Weg versperrt. Da können wir natürlich nicht durch. Das geht ja gar nicht klar. Okay, das ist der Zettel, den wir haben wollen. Und den brauchen wir dann, um da links, denke ich, zum Ausgang hingehen zu können. Das bedeutet, wir müssen gegen dich kämpfen. Hey, junge Dame. Mein Kopf tut schon von viel Denken weh. Lass uns kämpfen, das ist weniger anstrengend. Du hast doch nie mit einem wahren MOP männlich gekämpft, wie mir scheint. Ach du Kacke, und nimm mir den Fuß aus meinem Gesicht. Und ein Mediti. Hallo, Mediti. Könnte an sich gefährlich werden, weil es vielleicht Konfusion kann, aber auf der anderen Seite möchte ich mal sagen, dass Mediti einen miesen Spezialangriff hat, also wird die Konfusion nicht so reinhauen. Das macht den... Ach du was! Alter, was ist dein Problem, Mediti? Beruhige dich mal! Nimm das Ganze doch nicht so ernst! Alter! Alter, was ist los mit dir? Ja, was ist jetzt mein Geflügelschlag, mein Freund? Verlügelschalak! Oh. Ausdauer, na super. Dann wirst du den Angriff also überleben. Wirst du so oder so. Die Ausdauer war clever eingesetzt. Hätte man nicht besser machen können. Und down. Dummes Mediti. Das war zwar eine schmerzhafte Niederlage, aber was auch immer. Junge Dame, ich möchte die Schriftrolle haben. Die in diesem Fall als ein Schlüssel fungiert. Die muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Hallo, Schriftrolle. MOP männlich, eine Schriftrolle gefunden. Wow, MOP männlich, du bist der Man. Der Man, der Mans. Um das mal anzumerken. So, und dann, ich glaube, den Pokéball da links nehmen wir jetzt auch noch mit, wenn wir schon mal auf dem Weg sind. Und wenn wir sowieso schon mal auf dem Weg sind, sollten wir auch das Pokémon an der ersten Stelle mal ändern. Aus Wingman machen wir... Ja, komm, Screamer. Screamer, zeig, was du drauf hast. Und ja, Nosferatu werden wir auch noch trainieren. Aber alles zu seiner Zeit, Leute. Nosferatu hilft mir aktuell noch nicht. Deswegen müssen wir damit noch ein bisschen warten, bis wir es trainieren. Weil ich kann es im Kampf erst einsetzen, wenn es ein Golbat ist. Davor ist das halt ziemlich witzlos. Deswegen will ich es auch noch nicht trainieren. Selbe Sache wie auch mit DOS.exe 2.0. Ein Nincada. Ein kleiner Dreckfresser. Köstlich. Ja. Wisst ihr Bescheid? Friss den Widerhall. Und wie der widerhallt. Mach bitte nicht viel Schaden. Okay, das ist nicht so viel Schaden. Ist okay, Nincada, kannst wieder aufhören. Du versuchst das, aber du kannst es nicht. Schon gut. Ich verzeih dir. Und Widerhall. Down. Genau, hier kann man dann übrigens ins Rätselhaus auch nach jedem Orden, den man bekommen hat, irgendwie ein Rätsel machen, glaube ich. Ich glaube, für jeden Orden gibt es ein neues Rätsel. Auch ernsthaft. Kann ich Kleinstein eigentlich auch... Moment mal, Leute, der Widerhall zieht jede Runde doppelt so viel ab. Das heißt... Ich könnte... Alter! Das ist ein starker Widerhall. Oh, der Walzer. Oh, der Walzer. Mit dem habe ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Einfach ist den Widerhall. Boah, Widerhall ist... Das ist wie Walzer, nur einfach mal viel, viel besser und stärker. Ich glaube, Widerhall ist ein Angriff, der uns noch sehr, sehr nützlich werden wird. Freut euch schon mal drauf. Das wird noch eine super Sache. Und nun habe ich obendrein auch noch verloren. Ja, weil du ein kleiner Scheißer bist, der nicht richtig kämpfen kann. So, und wir gehen jetzt. Und zwar wollen wir, glaube ich, hier hin.
Schloss hat sich geöffnet. Ja, da hätten wir jetzt nicht durchgehen können, wenn wir die Schriftrolle nicht mitgenommen hätten. Oh, ein Pokéball in meiner Expertengurt. Ich bin ein Experte. Man könnte schon fast sagen, ich bin Profi. Aber auch nur fast. In der Regel würde ich sagen, ich bin ein Experte. Stärkt sehr effektive Attacken. Ja, Birde hat die meisten sehr effektiven Attacken. Wundervoll. Hey, Alter. Du stehst auf den Kissen. Ja, du hast mich gefunden. Du bist ganz schön clever. Ich habe mir die ganze Nacht um die Ohren geschlagen, um all diese Bäume einzupflanzen. Du bist meiner Größe ebenbürtig. Bis auf 1, 2, 3, 4 Punkte. Gut, du hast diese Belohnung verdient. Wow, der Verhöhner. Werden wir nicht benutzen. Wisch dir das selbstgefällige Grinsen aus dem Gesicht, noch hast du nicht gewonnen. Ich werde neue Tricks erfinden, an denen du dir die Zähne ausbeißen wirst, wer zuletzt lacht. Lacht am besten. Komm wieder, wenn ich das nächste interessante Rätsel fertig hab. Ich habe zuletzt gelacht und damit habe ich gut gelacht. Ich will schon fast sagen, am besten. Oh yeah! Gut, liebe Leute, dementsprechend würde ich sagen, das reicht jetzt auch für diesen Part. Wir haben tatsächlich diesmal sogar ein bisschen was geschafft. Und im nächsten Part geht's weiter, da werden wir dann versuchen, ein ganz bestimmtes Pokémon zu fangen. Und das wird spannend und das wird super. Bis zum nächsten Part. Ciao!